ein, verbindet sich sozusagen mit der Pappe und am Ende bekommt ihr den Pappkarton gar nicht mehr ab. Ein kleiner Hack für euch, damit es am besten funktioniert und wirklich einfach ist, sucht euch am besten eine Form, die ihr entweder wieder diesen Eimer hier aufschneiden könnt und nachher wegschmeißt, oder wenn ihr es mehrfach verwenden wollt, nehmt euch eine Kiste, die ihr am Ende hier zumachen könnt mit einer weiteren Plastikschale, sodass ihr, wenn die Form ausgehärtet ist, eine große Öffnung habt, um das Ganze ab vom Silikon, was ausgehärtet ist, rauszuholen. Wenn ihr nur diese kleine Öffnung hier vorne hättet, wäre es extrem schwierig, die ganze Form rauszuholen, um am Ende Kerzen oder Seifen in der Größe zu gießen. Jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, wozu das Ganze? Warum so eine Riesenkiste? Ich verrate es euch. Wir wollen mit dieser Kiste und dem Buddha-Kopf da oben eine riesen Buddha-Kopf-Kerze machen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diese XXL-Form mit unserem Abformsilikon gieße, bleibt dran und schaut euch die nächste Folge an.